Viele Menschen legen sehr viel Wert darauf, dass sie körperlich fit sind. Sie treiben Sport, gehen ins Fitnessstudio, achten sehr genau darauf, was sie essen, was sie zu sich nehmen, was sie sozusagen in sich reinlassen und wollen wirklich körperlich gut drauf sein, fit sein. Weißt du, das richtet sich nur auf das Äußerliche, das Körperliche, das nach außen Sichtbare. Aber der Mensch besteht aus mehr als nur dem Körper. Es gibt ja auch noch Seele und Geist. Und das Problem ist, dass mancher, der vielleicht körperlich, äußerlich fit ist und sehr genau darauf achtet, was er zu sich nimmt, im seelischen Bereich und gar im geistlichen Bereich gedankenlos und völlig ohne darüber nachzudenken alles in sich reinstopft, was nur kommt. Fernsehen, Internet, einfach alles in sich aufsaugt. Und du musst es dir so vorstellen, der ist vielleicht körperlich fit, aber hat eine völlig verfettete Seele, 300 Kilo schwer, schmierig, ätzend, kaum beweglich, behäbig, ja, die kurz vorm Herzinfarkt steht wegen völliger Verfettung. Da legen wir überhaupt keinen Wert auf Fitness. Da achten wir überhaupt nicht darauf, was nehmen wir zu uns. Und das ist interessant. Wir sind sehr stark aufs Äußerliche, Körperliche fixiert. Aber achte mal darauf, was du in dich hineinnimmst. Und das sollte genauso gesund sein und genauso zu deiner Fitness beitragen, wie es im körperlichen Bereich der Fall ist. Die Bibel sagt uns, er selber aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden. Geist und Seele und Leib. Du musst sehen, dass alles fit ist. Und um geistlich und seelisch fit zu sein, brauchst du Zeiten mit dem Herrn. Ruhezeiten, wo du dich auf ihn konzentrierst, sein Reden wahrnimmst. Lobpreiszeiten, Zeiten, wo du Bibel liest, Zeiten, wo du betest. Zeiten auch in Gemeinschaft mit anderen Christen, im Hauskreis, in der Zellgruppe, im Gottesdienst. Du brauchst das Abendmahl. Du brauchst einfach dieses Package geistlicher Fitness. Und das ist sehr wichtig. Stell es dir wirklich so vor, dass deine Seele und dein Geist genauso darauf getrimmt werden müssen, was nehme ich zu mir? Ich muss das trainieren, ich muss dranbleiben, ich muss das fit halten wie dein Körper. Du wirst merken, wenn du da in das Fitnessprogramm Gottes einsteigst, wird es dir sehr, sehr gut tun. Wir glauben, Gott hat mehr für dich.